Willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Säulen der Erde. Wir versuchen, unser Buch wieder zu holen. Können wir mit Kalium Er raus, verdient was einen machen? würdigeren Gegner. Oh. Ha. Nice. Aber wir müssen auf Tom warten. Was ist los? Hast du was gehört? Der Nebel hebt sich. Ich kann dich echt nicht leiden, weißt du das? Was liegt dir überhaupt an dem Buch? Hey, wo ist es hin? Du hinterhältiger Dieb, ich wusste es! Du wolltest uns nur bestehlen! Du hast es zuerst weggenommen. Du bist ein Tier, du weißt doch gar nicht, was das ist. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Was faselst du da? Das ist aus dem Buch. Woher weißt du das? Du bist ein Tier. Ich bin kein Tier, ich bin ein Jäger. Ein Jäger? Was jagst du denn? Über Enten, Wild. Dann bist du also doch ein Outlaw. Niemand darf Rotwild jagen außer dem König. Der König? Hey, siehst du das? Da drüben im Nebel. Da ist was. Was ist da? Ein Hirsch? Was ist das? Ein Reh. Es ist durchs Eis gebrochen und dann erfroren. Kinder! Martha, wach auf, Kleines. Mhm. Wer ist das denn? Wir sind uns im Wald begegnet. Ich bin Jacks Mutter. Komm her, Jack. Habt ihr ihn gefunden? Ja, meine Kleine, das haben wir. Das Baby ist sicher. Der Mönch hat es zu einer Zelle im Wald gebracht, nicht weit von hier. Aber keine Sorge, für heute seid ihr weit genug gelaufen. Ellen hat uns ein Lager für die Nacht angeboten. Das habe ich. Folgt mir. Das ist ja schön. Ist es die Höhle? Ja. Hätten wir nur gewusst, dass ihr so nahe wohnt. Meine Agnes hätte vielleicht gerettet werden können. Mach dir nichts vor. Wenn eine Frau innerlich blutet, dann hört es entweder auf oder sie stirbt. Du kannst nur versuchen, sie zu wärmen. Und das hast du. Es tut mir leid. Aber die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Jack, gib den Kindern etwas Suppe, ja? Wirst du bald Arbeit finden? Schwer zu sagen. Wir geben mal. Es ist Winter. Marfa-Suppe. Natürlich stellt man da keine neuen Baumeister ein. Es ist zu kalt, um Mörtel anzumischen. Danke, Jack. Man kann auch Glück haben, aber dieses Jahr hatten wir nichts als Pech. Vor einiger Zeit hatte ich Arbeit in Exeter. Man bot mir die Stelle als Baumeister des Kastellans an. Ich sollte die Befestigungen der Stadt instand halten. Ich wäre für den Rest meines Lebens beschäftigt gewesen. Und wir hätten wie Bischöfe gelebt. Was ist passiert? Ich habe abgelehnt. Es war keine Kathedrale. Und ich wollte eine Kathedrale bauen. Ich war ein Narr. Als gäbe es nicht schon genug Kirchen. Ich habe mal an einer gearbeitet. Das war gute Arbeit. Fragt am besten Martha, wenn ihr mehr wissen wollt. Sie kennt mein Gerede inzwischen auswendig. Weißt du, ein Mann wie du sollte nicht so hart zu sich sein. Nein. Ich habe mein eigenes Kind im Wald zurückgelassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Manchmal sterben Frauen im Kindbett. Und manchmal lassen Männer ihre Neugeborenen im Stich. Es ist selten, dass sie sich ein Herz fassen und zurückkehren. Lebt ihr deshalb allein hier im Wald? Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Eine, die ich noch nicht einmal Jack erzählt habe. Alles, was ich sagen kann, ist,
dass wir seither gezwungen sind, in dieser Höhle zu leben. Fern der Gesetze der Stadt. Nur wir und der Wald. Und wovon lebt ihr? Wir jagen, wir sammeln. Es reicht gerade für uns zwei. Für das Essen könnt ihr euch übrigens bei Jack bedanken. Mein kleines Füchschen hat heute sein erstes Reh erlegt. Ich bin beeindruckt. Was ist eine Kathedrale? Ein großes Haus, wo Leute beten. Sie gehen dahin, um zu betteln? Nein, sie betteln nicht. Sie reden mit Gott. Es ist ein Ort des Gebets und ein Heim für Priester und Mönche. Oh. Esst, Kinder. Ihr werdet eure Kräfte brauchen. Genau wie du, Herr Baumeister. Komm, hau rein. Das werde ich. Danke. Reinhauen. Sie schlafen jetzt. Also, worum geht's? Ich sagte dir, dass der Mönch das Kind zu einer nahegelegenen Zelle mitgenommen hat. Das stimmt auch. Aber es wäre ein großer Fehler, den Kleinen von dort zurückzuholen. Was? Wieso? Weil du es warst, der ihn ausgesetzt hat. Das gilt als Mord. Dann muss ich ihn stehlen. Ich bin sein Vater. Ich muss ihn zurückholen. Es ist meine Pflicht. Und was dann? Du hast keine Arbeit. Du verdienst kein Geld. Ein Baby braucht viel Fürsorge. Mehr als Martha und Alfred jetzt. Wie willst du es ernähren? Aber was soll ich dann tun? Leben wie ihr? Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Ich bin Steinmetz. Ich bin eher in einer Burg zu Hause als hier. Überlass das Kind den Mönchen. Sie werden sich darum kümmern. Und du musst das Kind nicht herumtragen, wenn du Arbeit suchst. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, kommst du zurück und holst es. Ich weiß nicht. Seit Agnes tot ist, weiß ich überhaupt nichts mehr. Du bist ein guter Mensch, Tom Bilder. Du bist sanftmütig und stark. Du wirst das Richtige tun. Du musst es auch nicht alleine durchstehen. Jack und ich werden diesen Ort bald verlassen müssen. Es steht ein harter Winter bevor. Und wenn wir bleiben würden, könnte es uns vielleicht das Leben kosten. Wir könnten uns zusammenschließen. Ich weiß nicht. Ich habe mit meinen eigenen Kindern schon alle Hände voll zu tun. Ich könnte dir dabei helfen, dich um sie zu kümmern. Unter der Voraussetzung, dass du meinem Sohn beibringst, wie man in der Menschenwelt zurechtkommt. Wir mögen noch Fremde sein, aber gemeinsam haben wir eine bessere Chance zu überleben. Lass uns zusammengehen und uns gegenseitig stützen, wo immer wir können. Die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Genau. Jene Nacht träumte ich von einer merkwürdigen Welt. Einer Welt von Rittern und Mönchen, die in einer großen dunklen Höhle aufeinander Jagd machten. Es gab kleine Burgen, tote Rehe und einen Riesen namens Tom. In dem Traum war ich glücklich. Ich hielt die Hand meiner Mutter und lauschte den mysteriösen Lehren des merkwürdigen Riesen. Okay, du hast ein Reh erlegt und erfolgreich geräuchert. Du bist Tom Bilders Familie begegnet. Du warst freundlich und hast Martha zuerst Suppe gegeben. Alfred scheint deine Anwesenheit zu tolerieren. Du freust dich darauf, den Wald endlich zu verlassen. Du hast Informationen über Jack und Ellens Leben als Outlaw gefunden. Als Outlaws. Okay, bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao. Bye-bye.